was geschah nur du, wo ruh ich mich aus bei dir. Hilfe, ich liebe Zwillinge. Wer ich bin? Andy Hart, der reizende junge Mann, der sie ins Rennfahrermilieu eingeführt hat. Na, was soll ich machen? Der Direktor hat mich rumgekriegt. Und offensichtlich verknallt ihn dich. Nein, nicht so, du Ekel. Ich werde ihn mir ansehen. Wenn er mir gefällt, darfst du ihn heiraten. In die Reihe, meine Damen. Grüß Gott, meine Damen. Wie geht's, Frau Lehrerin? Was machen Sie denn hier? Ja, zunächst mal die Sache mit dem Rennfahrer aufklären. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Also, ich mach nicht mehr mit. Weil du verliebt bist, du dumme Ziege. Aber was hast du denn? Klaus hat doch gesagt, er will mit Hanna fahren. Und nicht mit dir, Renate. Ich muss es Ihnen einfach sagen. Ich liebe Sie. Was versprechen Sie sich davon? Ich möchte Sie mit rübernehmen. Nach Oklahoma. Er hat dich einfach geküsst? Ungeheuerlich. Mir war das eigentlich gar nicht so unangenehm. Wieso? Eigentlich hat er doch mich geküsst. Wie halte ich die beiden auseinander? Das ist kein Problem. Renate raucht nicht und kann nicht Auto fahren. Na danke, die werden heute Nachmittag was erleben. Wer wartet auf mich? Wer freut sich auf mich? Hilfe, ich liebe Zwillinge. Mit Georg Tomalla. Was machst du denn da unten? Siehst du? Siehst du, ich habe heute noch was fallen hören, aber ich habe nicht gewusst, dass ich es bin. Und der großen Neuentdeckung... Ja, auch das ist Georg Tomalla. Gestatten Sie? Entschuldigen Sie bitte, Gnädigste, wenn ich Sie anspreche. Aber Sie sehen einen Mann, den ich dringend suche, derartig ähnlich? Ich sehe überhaupt niemandem ähnlich. Nicht einmal mir selber. Aber Sie müssen mit einem gewissen Fritz Mohrenkopf verwandt sein. Wieso muss ich? Sie werden mir keine Vorschriften machen, mit wem ich verwandt sein muss. Ob Edi Arendt und Ernst Dankowski das auch wissen? Aber wo ist sie? Bitte machen Sie keine Sorgen, wir werden sie schon finden. Aber wie? Ich will sie doch meiner Mama vorstellen. Darf ich Ihnen meine Zwillingsschwester Renate vorstellen? Zwillingsschwester? Dieser Mr. Braun ist ein netter Kerl, ein wirklicher Herr. Er will mich seiner Mama vorstellen. In was habe ich mich da bloß eingelassen? Eine Todesfahrt habe ich gemacht. Jeden Augenblick habe ich gedacht, ich fahre gegen einen Baum. Und alles wegen Hanna, nur wegen Hanna. Aprikosen. Aprikosen, natürlich. Entkernt. Köstliches Obst. Diese Aprikosen werden jetzt zu Aprikösen. Natürlich ganz klein. Die Show beginnt und ein Starke soll lachen. Soll die Welt glücklich machen. Darum lach und fang an. Denn was dein Herz bewegt, geht niemand was an. Ach nanu, Fräulein Peters, schon wieder umgezogen? Was heißt denn schon wieder umgezogen, Tante? Ja, aber Sie sind doch vor 10 Sekunden hier im Bikini vorbeigegangen. Andy, sieh mal, das ganze Theater geht... Geht mir allmählich auf die Nerven. Du bist mal so und mal so. Einmal bist du süß, reizend und liebenswert. Eine halbe Stunde später bist du kratzbürstig, feuerst Geld aus und nimmst in meiner Gegenwart auch noch Geld von diesem Klaus an. Hilfe, ich liebe Zwillinge.